1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Liebe Hetty Berg, liebe Shelly Kupferberg, lieber Herr Nachama, vor allen Dingen aber natürlich lieber Herr Linde Kölbel und meine sehr verehrten Damen und Herren. 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, oder sollte ich jetzt sagen 1701 Jahre, denn mit Rosh Hashanah am 6. September nach Sonnenuntergang hat ja das Jahr 5782 begonnen, Shana Tova. Gerade drei Abende ist das her und wenn ich richtig gezählt habe, exakt in einer Woche wird Yom Kippur gefeiert. Der Versöhnungstag. 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland oder eben 1701 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Meine verehrte Kollegin im Präsidentenamt der Akademie der Künste, Janine Meerapfel, sagte vorgestern, die Tatsache, wie wenig man in unseren Medien am Montag, Dienstag oder Mittwoch davon merkte, dass wir gerade Neujahr haben. Im Unterschied zu Argentinien, wo Janine Meerapfel aufgewachsen ist, da ist das ein Titelthema für Zeitung. Also wie wenig man merkte, dass ein wichtiger Teil unserer Bevölkerung Neujahr hat, das, meine sehr verehrten Damen und Herren, sagt etwas über jüdisches Leben in Deutschland, 75 Jahre nach Ende der Shoah. Janine Meerapfel erzählte aber auch, dass am Dienstag Nachbarn aus dem Hinterhaus an der Tür ihrer Wohnung in Berlin klingelten, um Honig und Äpfel zu bringen. Alle Tageszeitungen haben es offenbar nicht gemerkt, aber die Menschen im Hinterhaus. Diese Ambivalenz aus verbreiteter Gleichgültigkeit und darüber muss man ja auch immer sofort reden, neu verstärkt aufgekommener Feindschaft und Hass und dem gleichzeitigen Wiederaufblühen, Äpfel und Honig aus dem Hinterhaus, das kennzeichnet jüdisches Leben in diesem Land im Jahr 2021 oder 5782. Und wir, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind alle dazu aufgerufen, diese Ambivalenz zu verschieben, etwas gegen Hass und Feindschaft, vor allen Dingen aber auch gegen Gleichgültigkeit zu unternehmen. Und der kleine, sehr bescheidene Beitrag der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und der große Beitrag von Herrn Linde Kölbel ist die Serie der jüdischen Porträts und die Auswahl, die Sie uns mitgebracht haben und die Sie uns zum Ausstellen hier geschenkt haben. Als wir als Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften überlegten, was unser kleiner Beitrag zum Gedenkjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland sein könnte, war leider sehr schnell klar, das kann keine Ausstellung zum jüdischen Leben in der Akademie der Wissenschaften seit ihrer Gründung im Jahre 1700 sein. Denn jüdisches gelehrtes Leben, darüber könnte Andreas Nachama jetzt einen langen Vortrag halten, spielte sich, Gott sei es geklagt, in dieser Akademie wie auch sonst vor den Toren ab, wie auch sonst in Deutschland häufig vor den Toren der gelehrten Einrichtungen und Gesellschaften. Das galt im 18. Jahrhundert, dem Gründungsjahrhundert unserer Akademie. Der Sekretär der philosophischen Klasse beantragte, Moses Mendelssohn aufzunehmen. Der hätte uns gut angestanden. Friedrich der Große bestätigte die Wahl nicht und so unterblieb sie. Mendelssohn, meine sehr verehrten Damen und Herren, blieb also vor den Toren dieser Akademie, weil die Akademie vor dem Unberechenbaren im Blick auf das Judentum überhaupt nicht aufgeklärten Monarchen kapitulierte, ein bis heute beschämender Vorgang. Erstes Mitglied der Preußischen Akademie jüdischen Glaubens wurde der Physiker Peter Theophil Ries, zugewählt am 7. April 1842. Auch hier gab es zunächst Probleme. Das Ministerium wendete sich an den, sagen wir einmal, hyperchristlichen Monarchen, Friedrich Wilhelm IV., und empfahl ihm, die Zuwahl nicht zu bestätigen. Der Betreffende sei Jude und würde nicht in den christlichen Staat passen. Alexander von Humboldt näherte sich auf einem Empfang Friedrich Wilhelm IV., überzeugte ihn und diese Wahl wurde bestätigt.
Allerdings muss man sagen, Peter Theophil Ries konvertierte dann zum Christentum. Das verrät auch etwas über 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Das nächste Mitglied jüdischen Glaubens unserer Akademie war, wenn ich recht sehe, der Mediziner Hermann Munk. Und wenn man auf dem jüdischen Friedhof in Weißensee läuft, gibt es einen großen Marmorgrabstein, auf dem steht Mitglied der Preußischen Akademie der Wissenschaften. Das ist das Einzige, was man darauf sieht, außer dem Namen. Und man merkt, Herr Munk war ziemlich stolz Mediziner, und zwar aus dem Bereich der Tiermedizin. Die Katastrophe jüdischen Lebens in Deutschland kündigte sich an, als diese Akademie ihr 1913 zugewähltes jüdisches Mitglied Albert Einstein im März 1933 zum Austritt zwang. Einstein lehnte, und auch das muss man sagen, nach 1945 mit relativ deutlichen Worten ab, seine Mitgliedschaft hier wieder zu erneuern. Und ich habe gleich nach dem Antritt meiner Präsidentschaft vor einem knappen Jahr eine ausführliche Dokumentation dieser für unsere Akademie ebenfalls tief beschämenden Zusammenhänge gegenüber der sogenannten Präsidentengalerie anbringen lassen, damit neben der Ruhmesgeschichte auch die andere Geschichte der vormals Preußischen Akademie hier im Haus getreulich erzählt wird. 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, meine sehr verehrten Damen und Herren, oder eben 1701 Jahre, das ist eine Geschichte mit langen Unterbrechungen, schrecklichen Abbrüchen, einer großen Katastrophe. Und das merkt man im Grunde schon an der Geschichte der jüdischen Gemeinde in Köln, deren erste Erwähnung durch Kaiser Konstantin, das verzeihen Sie dem antiken Historiker, dass Konstantin heute vorkommt, dass die erste Erwähnung dieser Gemeinde im Jahre 321 christlicher Zeitrechnung den Startpunkt dieser 1700-Jahreszählung bildet. Da wir selbst aus der Geschichte der Akademie unter dieser Überschrift nur von einer Handvoll von Menschen erzählen können, haben wir uns entschlossen, die Erzählung Jüdisches Leben in der Berliner Akademie später zu publizieren, wenn alles gründlich aufgearbeitet ist. Und in diesem Jahr, dank Herr Linde Kölbel, erst einmal Menschen durch Porträts ins Haus oder wieder ins Haus zu holen. Fritz Stern war ein sehr geschätztes Mitglied dieser Akademie. Und als wir überlegten, wie wir solche Menschen ins Haus holen können, da kamen wir darauf, dass wir, darf ich das so sagen, liebe Frau Kölbel, seit Beginn meiner Präsidentschaft als Akademie eine kleine Affäre haben. Und dank der wunderbaren Ausstellung, die Sie uns im Oktober geschenkt haben, vollkommen klar war, dass wir Sie um Ihre jüdischen Porträts oder jedenfalls eine Auswahl bitten wollten. Und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken, dass Sie uns das geschenkt und gestattet haben. Schon am vergangenen Wochenende, man darf ja sagen im alten Jahr, 5781, waren die Bilder schon zu sehen und haben sehr, sehr großen Anklang gefunden bei den Besuchern des Salons Sophie Charlotte. Verschiedenste Menschen haben mir gesagt, das war der Höhepunkt des ganzen Salons. Auf einen, den Herr Linde Kölbel porträtiert hat, möchte ich jetzt am Schluss dieser Begrüßung noch kurz eingehen, weil ich ihn selber gekannt habe und eine Begegnung mit ihm hatte, von der ich Ihnen erzählen möchte. Emil Ludwig Fackenheim, da ist er, in dem kölbischen Porträt. Das Porträt hängt dort hinten in den Annexräumen. Geboren 1916 in Halle und gestorben im Jahre 2003 in Jerusalem. Leider nie zum Mitglied dieser Akademie gewählt worden, er hätte es wahrlich verdient. Ich möchte auf Emil Fackenheim eingehen, weil ich eine kleine Geschichte mit ihm habe. Eine kleine, aber charakteristische Geschichte für unser Thema 1700 Jahre Judentum in Deutschland. Die Geschichte spielt in Jerusalem, als ich dort studierte, vor fast 40 Jahren. Ein Gastvortrag war angekündigt in englischer Sprache. An den Inhalt erinnere ich mich, ich muss es bekennen, überhaupt nicht mehr.
Nach dem Vortrag pflegte man noch in einer Kellerbar zusammenzusitzen und mit dem Vortragenden, Emil Fackenheim, über seinen Vortrag zu sprechen. Der Vortragende blieb in dem Fall, von dem ich erzählen möchte, lange, sehr, sehr lange. Schließlich kurz nach Mitternacht stand er auf und sagte im Aufstehen, gegen seine Stirn schlagend, ich hatte mir geschworen, niemals wieder öffentlich Deutsch zu reden. Und jetzt habe ich mich den ganzen Abend in dieser Sprache unterhalten. Und dann ging er, wenn ich mich richtig entsinne, ziemlich konsterniert und nachdenklich davon. Dieser nachdenkliche Mensch, ich habe es schon gesagt, hieß Emil Ludwig Fackenheim. 1916 in Halle geboren. Als er 1983 den Vortrag in Jerusalem hielt, an dessen Nachgeschichte, einschließlich des Schlags gegen die Stirn, ich mich immer noch sehr gut erinnere, lebte er erst wenige Monate in dieser sehr besonderen Stadt. Zwischen Halle und Jerusalem lag ein von den Schrecknissen des 20. Jahrhunderts tief gezeichnetes Leben, das Fackenheim allerdings nicht bitter gemacht hatte. Mitten während der nationalsozialistischen Diktatur schloss er 1935 seine Schulzeit ab und begann darauf zu studieren. Weil man damals jüdische Theologie im Unterschied zur christlichen nicht an einer Universität belegen konnte, immatrikulierte er sich gleichzeitig an der Universität seiner Heimatstadt Halle für klassische Philologie, Philosophie und Arabistik und an der Berliner Hochschule für die Wissenschaft des Judentums als Rabbinatsstudent. Seine Antrittspredigt als Rabbiner hielt der junge Student am Feiertag Yom Kippur 1937 in der Synagoge des jüdischen Friedhofs in Berlin-Weißensee. Bis zuletzt benutzte er das Hebräisch-Wörterbuch eines christlichen Alttestamentlers aus Halle, das er sich für sein Studium gekauft hatte. Im Zusammenhang der Novemberpogrome 1938 wurde Fackenheim verhaftet und ins KZ Sachsenhausen inhaftiert und nach seiner Rabbinerordination floh er zuerst nach Schottland und dann nach Kanada. Alle Brücken nach Deutschland schienen abgebrochen. Heimat, hat Fackenheim einmal gesagt, Heimat, das gibt es nicht mehr. Ich kann dieses Wort nicht mehr benutzen. Die Nazis haben das Wort zerstört. Sie haben so viel zerstört. Es kam, wie ich selbst erleben durfte und Ihnen berichtet hatte, anders. In einem bewegenden Vortrag vor deutschen Studierenden 1988, das war ungefähr 4 Jahre nach dem Erlebnis, was ich Ihnen berichtet hatte, sprach Fackenheim zwar von dem Abgrund, der durch die Ereignisse und den Holocaust zwischen Deutschen und Juden, auch zwischen Christen und Juden, aufgerissen wurde. Er hat diesen Vortrag am 6. März 1988 gehalten. Das war der Tag, an dem sein älterer Bruder 1941 in Berlin sich das Leben nahm, um nicht nach Treblinka deportiert zu werden. Und der Fackenheimsche Vortrag beginnt mit den Worten, ich bin also hier ganz bestimmt trotz meines Bruders. Und setzt dann fort, ich bin aber auch wegen meines Bruders hier und will die Kluft überbrücken zwischen den Menschen. Ich will jetzt nicht darüber reden, wie Fackenheim die Kluft dann überbrückt hat. Und ich weiß nicht, ob seit meinem Erlebnis oder später wieder angefangen hat, viel Deutsch zu reden, sich viel mit deutschen Jugendlichen, Studierenden zu unterhalten und sie über die Geschichten zu informieren. Ich wollte Sie nur auffordern, gehen Sie nachher und lesen Sie das Zitat. Herr Linde Kölbel hat die wunderbare Kraft, Menschen nicht nur aufs Bild zu bannen, sondern ihnen Sätze zu entlocken. Ich weiß nicht, ob es sehr viele Fotografinnen gibt, die nicht nur Bilder machen können, sondern Sätze entlocken können, die man dann auf Folien schreiben kann und in Bücher drucken kann. Und da sagt Fackenheim, Schuld hat unsere Generation nicht, aber Verantwortung. Das ist ein ganz beeindruckender, knapper, kurzer Satz. Ich schließe, indem ich darauf hinweise, dass es nur zum Teil Porträts sind, die mit der Geschichte unserer Akademie zu tun haben, auf den ersten Blick.
Und auf den zweiten Blick werden Sie merken, die haben alle mit Berlin, die haben alle mit uns zu tun. Sie haben mit der Vergangenheit, sie haben mit der unmittelbaren Gegenwart und, wenn ich an Fackenheims Wort von der Verantwortung erinnere, auch mit unserer Zukunft zu tun. Und weil das so ist, liebe Frau Kölbe, bin ich Ihnen unendlich dankbar, sind wir Ihnen alle sehr, sehr dankbar. Und ich freue mich, liebe Frau Kupferberg, wir können auch sagen, dass die Akademie und Sie beginnen, ein sehr enges Verhältnis zu entwickeln, was mich außerordentlich freut, und dass die Direktorin des Jüdischen Museums Berlin unter uns ist und dass Andreas Nachama unter uns ist, ist mir und Ihnen allen eine ganz große Freude, und dass Sie in der großen Zahl gekommen sind, ist mir persönlich eine große Freude. Herzlich willkommen. Ich übergebe an Shelly Kupferberg. Ja, vielen Dank, Christoph Markschies, Akademiepräsident. Das wird Ihnen nicht entgangen sein. Ich freue mich auch sehr, wieder hier sitzen zu können. Ja, und das mit einem Buch und einer Fotografin, die mir sehr viel bedeuten. Aber liebe Herr Linde Kölbel, ich möchte Sie erst mal fragen, gefeierte Fotografin, Dokumentarfilmerin, Sie haben uns so viele wunderbare Werke beschert. Aber das, sagen Sie, gehört zu dem Wichtigsten, was Sie gemacht haben. Warum? Es hat mit unserer eigenen Geschichte zu tun. Also zum Beispiel, wie ich viel in Amerika gearbeitet hatte, es hat sich ein bisschen natürlich verändert, aber wenn ich als Deutsche kam, und meinem Akzent merkt man natürlich sofort, dass ich Deutsche bin, war Deutsch und Holocaust sofort immer ein Begriff, das heißt eine Einheit. Das heißt, ich wurde immer mit meiner eigene Geschichte, das heißt mit der Geschichte Deutschlands, konfrontiert. Und mit der negativen Geschichte natürlich. Und ich hatte dann gedacht, ich möchte da etwas dagegen setzen. Es wurde mir natürlich auch in dem Moment, wo man mit dem Ausland mehr in Verbindung ist, spürt man speziell in Amerika, welchen Verlust Deutschland hatte dadurch, also dass durch den Holocaust, dass sie Juden ermordet haben, dass sie weggehen mussten oder rechtzeitig noch entkommen sind. Also es ist ein kultureller Verlust, den man auf allen Ebenen, also Naturwissenschaften genauso, überall also sehen kann. Und auch das wollte ich machen. Und ich habe natürlich, es war mir von Anfang an klar, dass ich die Menschen nicht nur fotografieren will, sondern eben besprechen möchte oder sprechen darüber möchte, was ihre Geschichte ist, aber nicht so sehr, was ihre persönliche Geschichte ist, weil Biografien gab es schon sehr, sehr viele, sondern ich wollte weitergehen, sondern eigentlich, was bedeutet das, dass das die letzte Generation ist, das heißt die überlebende Generation ist, weil ich war mir sicher, dass die junge Generation anders denken wird nach Holocaust, nach der Shoah, als diese Generation. Und deshalb habe ich alle Fragen gestellt, eben nach der Heimat, weil alle mussten ja ihre Heimat verlassen und völlig neu anfangen. Dann natürlich aber auch Glaube an Gott nach Auschwitz oder jüdische Identität. Was bedeutet das eigentlich? Was ist das eigentlich? Aber Glaube, wie gesagt, Glaube an Gott nach Auschwitz und wie sie, also sozusagen, dass sie nicht bitter geworden sind. Also es gab so eine ganze Breite von Fragen, auch die Frage nach dem Messias. Ich meine, ein wesentliches im jüdischen Glauben ist die Prognose, dass der Messias ja kommen wird und so weiter. Und was das eigentlich sei oder was das passieren müsste, dass das in Erfüllung gehen müsste. Das sind natürlich ganz bewusst auch Fragen, die von außen kommen und nicht innerhalb vom Judentum. Das ist auch etwas Wichtiges. Und ich habe Erzählungen gehabt, die ich nie mehr vergessen kann. Also es sind Erzählungen, selbst wenn ich wollte, würden sie nie mehr von meiner Seele gehen. Und das heißt also, ich bin konfrontiert worden mit einer Weise, wie man sonst in keinen anderen Projekten mit menschlichem Abgrund, mit menschlicher Größe und was es
bedeutet auch, Jude zu sein, und was das alles wiederum beinhaltet, diese ganze Kultur natürlich auch, die viel reicher ist, als man allgemein kennt übrigens. Also das war, es hatte so viele Dimensionen, die ich in dieser Weise nie mehr erlebt habe. Und wie gesagt, Erzählungen, die meine Seele aufs Tiefste getroffen haben. Mich auch. Und die Antworten auf all die Fragen, die Sie gerade schon angedeutet haben, und es sind natürlich wesentlich mehr, sind mannigfaltig, vielfältig, ja, je nachdem, wen man fragt, wer welche Geschichte mitbringt. Ich muss gestehen, ich habe mir dieses Buch erschlichen von meinen Großeltern. Da ist eine Widmung drin. Meine Großeltern lebten, emigrierte Juden aus Wien und Berlin, in Tel Aviv, und im April, am 20. April bezeichneterweise 1990, haben sie dieses Buch geschenkt bekommen von Besuchern, Freunden aus Deutschland. Also nach Tel Aviv wurde das geschleppt, und mein Großvater, selber Historiker, besaß, glaube ich, 3.000, 4.000 Bücher zu Hause in seiner Bibliothek, und meine Großmutter hat gesagt, die dürfen überall sein, bitte nur nicht im Schlafzimmer. Der Damm war irgendwann gebrochen, weil es wurden immer mehr Bücher. Auch im Schlafzimmer gab es dann Bücherregale. Und meine Schwester und ich haben immer, wenn der mediterrane Mittagsschlaf durch meine Eltern und Großeltern durchgeführt wurde, haben wir uns gelangweilt und haben ein Spiel gespielt, Bücherraten. Nämlich, wo steht Ilja Ehrenburg? Titel, was weiß ich. Und dann mussten wir suchen, und der andere, und das war, so haben wir uns die Zeit vertrieben. Und dieses Buch stand auch im Schlafzimmer, und dieser Blick von Grete Weil, der hat mich von Anfang an irgendwie fasziniert und irgendwie im Innersten berührt. Und irgendwann getraute ich mich, meine Großeltern zu fragen, ob ich dieses Buch haben könnte. Ich habe lange gehadert. Irgendwie hatte ich eine Hemmung, weil ich dachte, das ist genau die Generation meiner Großeltern. Wer weiß, was sie damit verbinden. Aber sie haben gesagt, ja, nimm's mit. Und so fand dieses Buch wieder seinen Weg nach Berlin, nach Deutschland, und begleitet mich durch alle Wohnungen, die ich bisher bezogen habe, und brauche immer eine prominente Stelle. Immer so, dass Grete Weil mich anschaut. Das liebe Herr Linde Kölbl, das möchte ich Ihnen jetzt sagen. Oh, das freut mich wirklich sehr. Ich rede sehr ungern über mich, weil ich bin ja eine Fragenstellerin, die Interviewerin, die Moderatorin, aber ab und zu bietet es sich dann doch an, und ich dachte, diese Geschichte muss ich Ihnen mitteilen. Es ist mir ein sehr besonderes Buch. Warum? Ich glaube, und ich habe es jetzt wieder natürlich mir vorgenommen in Vorbereitung, ich habe es damals gelesen, sehr intensiv, jetzt nochmal, weil es das Jüdischsein ausmacht, das, mit dem ich aufgewachsen bin durch meine Großeltern. Und deswegen berührt mich das sehr. Und ja, ich habe mich gefragt, was würde in einem solchen Buch heute drinstehen, wenn man eine andere Generation fragen würde von Jüdinnen und Juden. Aber dazu vielleicht ein bisschen später mehr. Hetty Berg, Direktorin des Jüdischen Museums Berlin, Andreas Nachama, Rabbiner, Historiker, langjähriger Geschäftsführer der Topographie des Terrors, viele weitere wunderbare Dinge hat er auf den Weg gebracht. Und ich erlaube mir auf dieser Seite, dass du, weil wir uns tatsächlich unterschiedlich, aber schon kennen. Ich würde euch gerne fragen, Hetty, was geht dir beim Blättern durch dieses Buch, beim Lesen dieses wunderbaren Buches durch den Kopf? Und Andreas, würde ich das ebenso gerne fragen. Wie sehr berührt euch das? Ja, ich finde es auch, natürlich sind fast all diese Namen solche bekannte Namen. Es sind wirklich die fast Ikonen von ihrer Generation, und so auch so ein breites Palett von alle verschiedenen Gebieten, wo sie sich beschäftigt haben. Ich bin selber auch zusammen mit einem Fotograf. So Fotografie ist natürlich auch ein großes Teil des Lebens von mich auch, und auch wie man dann, wie unterschiedlich man natürlich Porträts machen kann. Und diese sind so ganz intens und sehr, in einiger Weise sehr direkt, weil es auch fast, bei vielen auch sehr wenig Umgebung gibt. Es ist oft wirklich das Gesicht, so wie hier bei Grete Weil,
dass man das so ganz... Das ist auffordernd. Ja, so. Und ja, die schöne Geschichte, die du hast, die habe ich nicht. Aber ich war auch selber bei Grete Weil angekommen. Es gab eine Begegnung, eine direkte. Nein. Ja. Aber dass ich meine, du hast dir das Porträt ausgesucht heute Abend. Ja. Darüber werden wir gleich sprechen. Warum gerade Grete Weil? Andreas, wie geht's dir, wenn du dir die Porträts durchliest und anschaust? Naja, einige habe ich getroffen, also wie Charlemagne Ruin oder immer Fritz Stern. Du Glücklicher. Aber der Punkt ist, glaube ich, anders. Also viele von denen, die da abgebildet sind, kenne ich vom Lesen, also aus den Büchern oder aus den Werken, die sie sozusagen gemacht haben. Und dann kann man, da hat man immer so, hinten auf den Büchern oft mal so ein kleines Foto drauf oder im Umschlag oder so von denjenigen. Und dann schlägt man das auf und dann sieht man den Menschen wirklich. Das ist nicht irgendwie so ein Foto, sondern das sind Bilder, die einem gegenübertreten, die ja wirklich das, was man vorher gelesen hat, auf einmal sieht man das sozusagen in dem Gesicht. Und das, finde ich, ist das Besondere. Also das geht mir immer wieder so, auch jetzt, als ich gesagt habe, ich würde über Fritz Stern nachher sprechen wollen, da war das Erste, was ich gemacht habe, ich hatte diese Liste bekommen von Herrn Markschies Büro, dass ich dann in das Buch gegangen bin und geguckt habe. Und dann dachte ich mir, ist das jetzt Stern, wie ich ihn in Erinnerung habe? Oder habe ich ihn so in Erinnerung, weil ich dieses Foto kenne? Und das ist, sagen wir mal, die ganze Geschichte, das Geheimnis dieser Fotos ist, dass die Kamera wirklich auf diese Menschen raufguckt, dass sie Gesichter leben. Und wenn man dann was kennt von denen, also von Fackenheim kenne ich natürlich auch Werke, dann sieht man auf einmal den Menschen sprechen. Und das ist das Geheimnis. Das ist das Geheimnis, Helene Kölbel. Sie hat kurz hier im Vorgespräch erwähnt, ihre erste Begegnung. Ja, es ging los mit Joshua Leibowitz, einem großen Gelehrten. Den haben Sie als Erstes getroffen in Israel, gar nicht in den USA in dem Fall, wo Sie damals unterwegs waren, vor allem, aber nicht nur. Was war das für eine Begegnung? Also, ich bin damals das erste Mal nach Israel gegangen. Und man darf nicht vergessen, die Zeiten haben sich ein bisschen geändert. Aber damals, es war 89 ist das Buch erschienen. Also es war so 86 sowas. Und mein erster Besuch in Israel und auch er war mein erster Gesprächspartner. Ich hatte also eine Reihe von Namen, die ich also besuchen wollte. Und er war der Erste. Ich wusste natürlich, welche Stellung er in Israel hat. Er hat drei Doktortitel, also er war der Intellektuelle in Israel. Ich komme also an und wir sitzen in seinem Wohnzimmer. Ich stelle die erste Frage, Gegenfrage. Sie lachen, aber ich habe die Frage beantwortet, neue Frage gestellt, Gegenfrage. Ich, Deutsche, erstes Mal in Israel, ich habe es also wieder beantwortet. Neue Frage, Gegenfrage. Also ich glaube, man hätte langsam eine Nadel fallen hören, so hatte ich das Gefühl. Heute weiß ich natürlich, also es ging so noch ein bisschen weiter und irgendwann mal habe ich diese Prüfung bestanden und dann ging es auch, wurde es ein gutes Gespräch. Aber was ich damals noch nicht wusste, dass sozusagen in der Rabbinatschule oder jedenfalls, dass Fragen gegen Frage sozusagen das ein Test ist. Was weiß der Schüler? Wo steht er denn? Das wusste ich alles damals noch nicht. Aber Sie können sich vorstellen, ich sitze da als Deutsche und werde diesem Examen unterworfen. Vergesse ich nie, also diese Spannung. Ja, also es war dann hinterher, wie gesagt, ein sehr gutes Gespräch, aber
Sie kennen aber den Witz, warum antwortet ein Jude mit einer Frage, warum nicht? Also, ganz alter jüdischer Running Gag, aber in der Tat stelle ich mir das überhaupt nicht einfach vor. Sie haben nun Geistesgrößen wirklich in vielen Teilen der Welt aufgesucht. Haben die denn immer sofort offen reagiert und gesagt, natürlich kommen Sie gerne, das machen wir? Bei den jüdischen Porträts? Genau, bei den jüdischen Porträts. Ich habe also schon gesagt, warum ich kommen will. Und ich glaube, ich habe von Anfang an gesagt, dass ich Ihnen auch andere Fragen stellen werde, was mich wirklich interessiert. Und was natürlich entscheidend war, ich hatte gleich am Anfang, war ich in New York und habe begonnen, hatte Hans Jonas und ein paar von diesen großen Geistern, sage ich mal so. Es war immer wichtig, wen haben Sie denn schon besucht? Das war wichtig. Da hatten Sie mit Leibowitz einen guten Start. Ja, also solche Sachen. Und dann hatte ich das Gefühl, dann geht's. Ja. Wie es genau ging, darüber gleich mehr. Christoph Markschies, Sie hatten schon Herrn Fackenheim als Ihren Porträtierten sozusagen, den Sie sich rausgesucht haben. Und ich glaube, die Auswahl fiel allen überhaupt nicht leicht. Also mir, ich habe auch überlegt, hätte ich mir jetzt jemanden aussuchen müssen? Schwierig, weil da sind so viele unglaublich spannende Porträts dabei. Nicht nur fotografisch, sondern aber auch in den Interviews. Was berührt Sie an diesen Geschichten, die Sie da lesen, besonders? Also, es ist ja so, mir geht es ähnlich wie Andreas Nachama, mir fallen bei den Bildern immer jeweils charakteristische Geschichten ein. Es gibt eine ganz bewegende Geschichte von Hans Jonas, die erzählt der selber und da steht man, wenn man die liest, starr davor. Hans Jonas hat in Marburg ein großes Werk über Gnosis und spätantiker Geist geschrieben. Das war eine ganz bemerkenswerte Promotion, so in diesem Marburger Milieu, Martin Heidegger, Rudolf Bultmann. Und Jonas kommt ja als amerikanischer Soldat nach Deutschland zurück und kommt nach Marburg und klingelt in der Calvinstraße bei Rudolf Bultmann, seinem Doktorvater. Und Bultmann tritt raus und sagt, Jonas, wo ist der zweite Band? Also der sagt nicht, was ist Ihnen passiert. Und man steht ja so ein bisschen starr vor dieser Geschichte, weil man irgendwie denkt, also das ist... Und das Bemerkenswerte ist jetzt, was Jonas dazu schreibt. Der schreibt nicht etwa so ein unsensibler Tölpel, Mutter in Auschwitz umgekommen, was ist da alles passiert, sondern der schreibt den Satz, und da ist man völlig starr, damit war mir klar, der Abgrund ist überbrückbar. Und man hat irgendwie den Eindruck, jetzt kann man anfangen, die Geschichte zu erzählen, Rudolf Bultmann war kein Nazi und so weiter und so fort, aber das sind alles Personen, wo man wirklich völlig starr steht. Und jetzt sehe ich natürlich das Bild, wie Sie das gesagt haben, und gucke dieses etwas Wettervergerbte, der war offenbar im Urlaub, als wir ihn porträtiert haben, gucke dieses wettervergerbte Jonas-Bild an und da kommt mir sofort diese Geschichte in den Blick. Und das ist bei den allermeisten Geschichten so. Also das sind Bilder, die unglaublich viel evozieren. Und natürlich ist es auch so, dass man bei den Bildern, also da ich auf einem ähnlichen Gebiet wie Jonas mit seiner Gnosis arbeite, gucke ich das Bild natürlich auch immer an und denke, ob der wohl zufrieden wäre oder ob der sagen würde, du bist so ein kleiner Positivist und hast meine großen Linien gar nicht mitverfolgt. Also das sind Bilder, die große Erinnerungen evozieren, auch an Texte. Und die man nie vergisst. Es gibt von Hans Jonas ein ganz bewegendes Tondokument, wo er an der Freien Universität zum Ehrendoktor promoviert wird und über Licht erzählt. Und die Stimme hört man dann in dem Moment. Ja, das mag an der Stelle mal reichen. Also mir fallen Geschichten dieser Personen ein. Und ich glaube, sie haben sich Personen ausgesucht, die alle nicht auf eine Linie zu bringen sind, sondern irgendwie alle ihre, also dass jemand so tölpelhaft, gar nicht wissend, wie er diesen Abgrund überbrückt, sagt, haben Sie das zweite Buch Ihrer Dissertation, das Sie vor dem ganzen Terror nicht publiziert haben Sie das jetzt dabei?
Welch kurioser akademischer Gesprächsbeginn. Und trotzdem kommt man natürlich tief ins Grübeln darüber, wie man selber damit umgeht, wie man mit denen Gershom Scholem umgeht, die glauben, der Abgrund ist nicht zu überbrücken, wie man mit dem Stichwort Abgrund umgeht. Und das alles passiert bei ihren Bildern. Also bei Hans Jonas, für mich ist Hans Jonas auch noch ein ganz wichtiger Mensch, in dem Sinne, auch im doppelten Sinne. Also sein Aufsatz, der Gottesbegriff nach Auschwitz, das ist für mich so ein ganz, ganz elementares und wichtiges Buch, muss ich sagen. Er schreibt ja in dem Moment, wo also Gott die Schöpfung sozusagen und somit den freien Willen des Menschen zugelassen hat, hat er seine Allmacht abgegeben. Und weil das ist ja nun immer wieder die Frage gewesen, warum hat Gott das zugelassen? Und diese Entscheidung, wie er sagt eben, die Freiheit, der Wille des Menschen, das ist es. Und es ist nicht Gott gewesen, sondern der Mensch mit allen seinen, wie gesagt, Abgründen, ja, hat es gemacht und nicht Gott. Und das ist aber auch ein Faden gewesen durch meine Arbeit. Immer wieder eben, kann man noch an Gott glauben? Und da hatte ich eben also Sätze gehört, weil ich gesagt habe, können Sie noch an Gott glauben nach Auschwitz? Und sagte Tschichowski, der von Comedian Harmonist, der sagte, diese Frage habe ich auch meiner Schwester gestellt. Und sie hat gesagt, ich glaube mehr denn je an Gott. Weil ich gesehen habe, wie unser jüngster Bruder, beide waren in Auschwitz, wie unser jüngster Bruder in die Gaskammer geführt wurde. Sowas kann nur von Gott kommen. Dann hat Uri Afneri, dem ich diese Frage auch gestellt hat, der gesagt, ein Gott, der sowas zugelassen hat, existiert nicht oder ist amoralisch. Das heißt, das sind also solche Gegensätze, aber das hat mich natürlich auch so bewogen, diese elementare Frage, wie gesagt, die eben Hans Jonas an seinem Aufsatz schon gestellt hat, was ist das? Das ist ja die Shoah ist ja etwas gewesen, was kaum begreifbar ist, also was der Mensch getan hat. Auch das Verhältnis zu Deutschland wird ganz unterschiedlich beantwortet. Die einen, die sagen, ich musste zurück, weil das ist die Sprache und die Kultur, aus der ich komme. Andere, die sagen, ich kann nicht zurück, obwohl es meine Kultur und Sprache ist. Also es sind unglaublich widersprüchliche, interessante Aussagen Einzelner dort zu lesen. Jetzt kommen wir mal zu eurer Auswahl, Grete Weil und Fritz Stern. Warum Grete Weil, Hetti? Vielleicht sage ich noch ein paar Worte über sie. Schriftstellerin, 1906 in Rottach-Egern geboren, 1935 in die Niederlande emigriert und war da auch aktiv im Widerstand und dann im Untergrund und ist dann 1947 tatsächlich wieder nach Deutschland zurückgekehrt, nach München. Und hat gesagt, die Landschaft war auch ein ganz, ganz wichtiger Antrieb für sie. Sie hat die Berge vermisst in den Niederlanden und die Sprache. Für sie war ganz elementar die Sprache. Zentral, ja. Wegen der Niederlande oder warum Grete Weil? Zuerst, weil es eine Frau ist. Und ja, es ist so ein schönes Porträt und ich glaube, es ist vielleicht auch nicht... es gibt auch einen Grund, dass es auch auf dem Cover ist, aber darum habe ich es natürlich nicht. Es ist auch die Schönheit des Alters und die Tiefheit von der Blick und ja, also eine ganz kraftige Frau, die sehr viel gemacht hat in ihr Leben. Aber was für mich, sie sind alle, wie gesagt, ganz große Geister und interessante Geschichten, so was soll man dann, welche soll man wählen? Und dann war es doch Beethovenstraße, Amsterdam, eine ihrer Straßenbahnhalte. Beethovenstraße ist eine ihrer Bücher. Und das ist auch Grete Weil ist in 1935 nach Amsterdam geflohen. Sie ist ihrem Mann gefolgt, die schon in 1933
nach den Niederlanden gegangen war. Und sie hat sich in dieses Viertel in Amsterdam hat sie gewohnt mit ihrem Mann. Und sie hat dort auch einen Fotoladen als Fotografin hat sie übernommen. So ist es auch eine Fotografin durch die Fotografin porträtiert. Das ist auch sehr schön. Aber warum ich es genommen habe, ist, dass ich, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber wenn ich studiert hatte, war ich so eine Gesellschaftsdame. Ja. Sagt man das? Ja. So bin ich einmal in der Woche bin ich nach einem Frau Cohen gegangen in der Beethovenstraße, die auch in den 30er Jahren aus Berlin nach den Niederlanden geflüchtet ist. Sie war auch in der Widerstand und war untergetaucht in Amsterdam. Und nach dem Krieg war sie zuerst nach Deutschland zurückgegangen, nach der DDR, weil sie war eine Kommunistin. Und dann ist sie nach einigen Jahren wieder zurückgegangen in die Niederlande. Und wir waren sehr aufeinander, wie sagt man das? Eingespielt. Oder wir haben miteinander eingestimmt. Du hast ihr Gesellschaft also immer wieder. Ja, und wir mochten einander sehr. Ja. Also, und das war so ein, ja, das hat so wieder Hallen bei mir, diese Geschichte von Grete Wey. Und das war auch diese Viertel, wo sie wohnte und dann, wo dann auch diese Frau Cohen gewohnt hatte. Das war auch ein Viertel, wo sehr viele Exilanten aus Deutschland sich festigten. So, es gab dort bestimmte Läden, wo man das deutsche Essen kaufen konnte und so weiter. Und auch nach dem Krieg gab es diese Gemeinschaft von diesen älteren Berliner Frauen. Und da gab es auch Witzen darüber, wie sie dann die Fisch ausgesucht haben in die Laden und so weiter. So, das ist so ein kleines Subszene war das in Amsterdam. Und deswegen habe ich diese Wahl genommen. Ja. Aber sie ist natürlich war eine hervorragende Frau und auch ihre Bücher sind sehr, sehr gut. Ja, die Deutschen. Es gibt auch von Grete Wey, erinnere mich eben noch sehr gerne oder gut an dieses Gespräch. Grete Wey lebte in München und ich habe sie besucht und sie fotografiert und dann also interviewt und dann die Fragen gestellt. Und Grete Wey war keine Frau, die viel geredet hat, sondern langsam geredet hat. Und wenn ich sie gefragt habe, hat sie kurz geantwortet und dann ist es so, normal würde man sofort eine Frage hinterher schieben. Also ich habe zusammengefasst, bei diesem Gespräch habe ich gelernt, das war ja, jüdische Porträts waren das erste Buch mit den langen Interviews, langen Gesprächen. Und ich habe also gelernt, Stille auszuhalten. Also wenn sie nur eine kurze Frage, also kurz geantwortet hat, zu warten, Stille auszuhalten. Und dann kam wieder was. Und dann hat sie weitererzählt. Und so lief das Gespräch in dem Sinne. Aber das ist auch etwas, ja, Stille auszuhalten und warten zu können. Das war sozusagen, was ich aus diesem Gespräch mitgenommen habe. Auch ganz grundsätzlich für viele andere Gespräche später. Stille ist was Wichtiges, wie die Pausen in der Musik. Ja. Wissen Sie auch noch, in welcher Situation Sie diesen unglaublichen Blick erfasst haben mit der Kamera? Haben Sie das Bild vor dem Gespräch tatsächlich gemacht oder danach? Ich habe, normal mache ich das Übliche, dass ich zuerst das Gespräch mache und dann fotografiere. So mache ich es meistens, um erstmal so ein bisschen vertraut zu werden. In dem Falle, wie ich angefangen hatte, habe ich damals auch noch mit der Hasselblad fotografiert. Das heißt, eine Kassette hat nur 12 Bilder drin. Und die ersten Persönlichkeiten, die ich da interviewt hatte, wir hatten das Gespräch gemacht und dann habe ich angefangen, da habe ich ungefähr 6 Mal ausgelöst
Und ich meine, die waren alle schon, ich sage ja, der Jüngste war 70, der Älteste 94, die waren alle relativ alt. Das heißt also, nach 6 Mal haben gesagt, jetzt haben sie schon, das reicht schon. Ich bin jetzt müde, haben gesagt, ich bin jetzt müde. Und dann habe ich gemerkt, so geht's nicht. Und ich habe noch etwas gemerkt, die waren nicht eitel. Fotografieren in dem Alter überhaupt, das spielte keine Rolle. Es spielt ja eine Rolle, was sie gemacht haben, ihr Geist, was sie durch ihre, was sie denken. Das heißt, also ich habe begriffen sofort, ich muss switchen. Ich habe dann immer, wenn ich gekommen bin, sofort das Licht aufgebaut und zwar nebenbei schon, die Kassetten waren schon geladen, sodass ich bei den ersten Worten schon alles fertig hatte und dann gleich anfangen konnte zu fotografieren. Und weil, wenn jemand überzogen hat, hat er immer im Gespräch überzogen, weil das ist das, was ihnen wirklich wichtig war und nicht das Fotografieren. Also eigentlich sympathisch, muss ich sagen. Ich möchte noch mal ganz kurz daran erinnern, Grete, weil ihr Mann wurde von den Nazis ermordet. Und ich finde den letzten Satz von ihr ganz bemerkenswert. Da sagt sie auf die Frage, ob sie keinen Hass empfinde, Zitat, ich glaube, ich bin einfach eine schlechte Hasserin. Lieber Andreas, kommen wir zu Fritz Stern, Historiker, Schriftsteller, 1926 in Breslau geboren, 38 Emigration in die USA, Professor für Geschichte, später Kulturreferent für deutsch-amerikanische Beziehungen in Washington, auch interessant. Warum Fritz Stern? Einmal, weil ich ihn kannte. Aber das ist nicht ausreichend. Er war eben, auch wie ich, Historiker für Preußen. Das war ich am Anfang meiner Historikerkarriere. Und Zeitgeschichtler. Und er hat dann immer gesagt, als ich dann zur Zeitgeschichte kam, das ist ein großer Fehler. Das soll man nicht machen. Sie sollen bei der Preußengeschichte bleiben. Und das war ja auch sozusagen ein Anliegen von ihm über alle Jahre hinweg. Hat er an den Bismarck und seinen Bankier geschrieben, hat da dazu geforscht. Und in dieser Melange habe ich ihn eben kennengelernt. Ja, als einer, der auch die Berliner Politik kommentieren konnte. Ich meine damit jetzt nicht hier die Senatspolitik, sondern um die Stadt herum, der begriffen hat, was dieser Ost-West-Konflikt in so einer merkwürdigen Konstellation macht. Oder gemacht hat mit den Menschen. Und im Übrigen, finde ich, hatte er auch immer einen gewissen Humor. Stimmt. Der dazu geführt hat, dass man über auch seine Aufsätze und Bücher sprechen konnte. Also zum Beispiel diese große Kontroverse, die er mit dem Fischer gehabt hat und Ritter, um die Frage, ist der Erste und der Zweite Weltkrieg, hängt das zusammen? Und seine Feststellung, das war ein 30-jähriger Krieg. Und das ist sozusagen als Einheitsbegriff, kein Betriebsunfall der Geschichte. Darüber konnte er wunderbar erzählen, wie dieser Streit ablief und wie auch seine Position da drin war und gewachsen ist mit seinem Beitrag, der dann vom Spiegel quasi hinter seinem Rücken publiziert wurde und ihm über Nacht hier in Deutschland auch relativ bekannt gemacht hat. Also all diese Dinge, die konnte er mit einem großen Humor erzählen und einen gleichzeitig dann auch wieder fragen, ja, wie machst du das jetzt mit der Zeitgeschichte? Wie wollt ihr das darstellen? Wie soll das aussehen, sein Ort der Täter? Baut ihr denen da jetzt eine Walhalla hin oder ist das eine kritische Aufarbeitung? Ich meine, und all diese Fragen hat er manchmal auch provokant gestellt, aber nie verletzend, sondern immer mit einem bisschen, mit einem Quäntchen Humor, mit einem Lächeln auf den Lippen. Und ja, ich habe dann vor ein paar Jahren dieses Buch von ihm geschenkt bekommen, Fünf Deutschland, ein Leben. Das ist so eine Art Biografie. Und da kommt auch noch mal etwas drin vor, was heute, gerade in diesen Tagen, wieder sehr interessant ist. Also wer ist Jude, Vater Juden? Ne? Das wird in der Zeit und andernorts diskutiert. Und er ist ja in Breslau geboren, sozusagen als Kind zum Protestantismus schon übergetreten, Eltern.
wird nach Fritz Haber, Fritz Haber ist ein Pate, sein Taufpate, er wird getauft und beantwortet dann später die Frage, na klar bin ich Jude, aber ich habe keine Ahnung von Judentum, das interessiert mich auch nicht, weil ich doch, bin doch Protestant. Also er hat diese Zwiespalt, auch in dem Buch ganz wunderbar, es lohnt sich wirklich, das zu lesen. Als Kind Weihnachten und Ostern gefeiert, aber irgendwann gab es dann doch einen Turn, ne? Aber wie man hier sieht, sozusagen ein Turn, der eher darin bestand, dass er sich sozusagen zu einem Judentum bekannt hat, dass seine Geschichte, also seine, die Verfolgungsgeschichte, die Immigrationsgeschichte zum Kern gehabt hat und eben nicht irgendwelcher Glaube oder Tradition, die das Judentum ja auch vertreten könnte. Das fand ich immer total spannend. Das haben wir natürlich auch, ich bin ja all die Jahre hindurch Direktor gewesen von der Topografie, und aber eben auch Rabbiner. Und das fand er auch immer spannend, wie man das sozusagen unter einen Hut bringt. Und darüber konnte er, sagen wir mal, mit seinen eigenen Beispielen ganz gut erzählen. Und als ich dann dieses Buch gelesen habe, ich habe es jetzt noch mal, natürlich noch mal zur Hand genommen und mir auch angeguckt, was ich da angestrichen habe und was nicht, dann sieht man, er hat sozusagen diesen Zwiespalt zwischen Breslau und New York, zwischen seinem protestantischen, sagen wir mal, anerzogenen und erlebten Glauben und dem Judentum, das Teil seiner Geschichte war. Das hat er gut gelebt. Und übrigens, also bei diesem Buch über Bismarck und seinen Bankier, das ist ja sehr unterschiedlich rezipiert worden. In Amerika ganz anders als in Deutschland. In Deutschland ist es sozusagen als so ein kulturgeschichtlicher Epos rezensiert worden und verstanden worden. Und in Amerika als eine Geschichte über Antisemitismus. Das ist total spannend, wenn man die Dinge mal, ich wäre darauf nie gekommen, mir die Rezensionen anzugucken. Er hat mir das mal erzählt, dass er manchmal den Eindruck hatte, er hätte zwei verschiedene Bücher geschrieben. Interessante Rezeptionsgeschichte. Und ja. Also so, deshalb habe ich ihn ausgewählt. Du hast ganz viele Ambivalenzen angesprochen, die er selbst hatte auch, weil er sagte, ja, Breslau existiert ja so auch nicht mehr. Das Land sozusagen ist ein anderes Polen. Ich habe mit der Sprache ja gar nichts zu tun, Wroclaw. Also das war ein großer Bruch, dann das Getauftsein, aber später sich irgendwie doch aufgrund der Schicksalsgeschichte zum Judentum hingezogen. Und auf die Frage, Herr Lindeköbel, ob er sich vorstellen könnte, in Deutschland zu leben, sagt er ganz entschieden nein. Er sagt, man muss mit Ambivalenzen leben. Und auch ein ganz irres Zitat aus dem Interview ist, da zitiert er selbst Heine, die deutschen Juden sind den Deutschen sehr verwandt, nur noch typischer. Haben Sie das eigentlich auch so erlebt? Waren diese Juden und Jüdinnen, die Sie getroffen haben, irgendwie, was machte die so deutsch oder auch nicht? Also das würde ich sagen, das kann ich nicht beantworten. Aber ich glaube so, also dieses Zitat in Variationen habe ich auch von anderen gehört. Aber ich könnte mir vorstellen, dass diese reiche kulturelle Blüte, die es ja gab zwischen Juden und Deutsch in Deutschland, dass die nicht entstanden wäre oder nicht so gut und groß geworden wäre, wenn da nicht irgendwo nicht eine Verwandtschaft, ich würde sagen, aber wenn da nicht etwas gewesen wäre, was ein gegenseitiges Interesse gewesen wäre. Aber ich meine, das war ja etwas, und ich erlebe es ja immer wieder, wie groß oder wie viel die Juden in der Kultur, sei es Musik, sei es Naturwissenschaften, sei es, also ganz gleich wo, Film, Theater, waren die ja nun sozusagen die Kreativen und die Führenden eben auch. Und das, glaube ich, ist schon etwas, was da zusammengekommen ist oder sich gegenseitig inspiriert hat. Und ich habe ja heute noch, also wie ich die Wissenschaftler, Faszination Wissenschaft, wie ich es heute also noch mal auch erlebt habe, dass mir immer wieder gesagt wurde, heute noch, denken Sie daran, Amerika und andere Länder sind deshalb in der Wissenschaft so groß,
weil das sind die Nachwehen auch, jetzt noch die Nachwehen von der Shoah eben. Ja. Ja, und irgendwo schließt sich da der Kreis. Als Sie gerade sprachen, dachte ich auch an Ihr wunderbares Projekt, exzellente Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der ganzen Welt zu besuchen. Die Ausstellung war hier auch zu sehen, leider während der Corona-Hochzeit, aber dennoch hier in der Akademie. Und ein Interview geht mir nicht aus dem Kopf, ebenfalls ein jüdischer Chemiker, meine ich, der immer als Kind, warum, gefragt hat. Ja. Da kommen wir wieder zu Leibowitz. Und der sogar seinen Rabbiner immer fragte, warum? Oder sowas wie, gibt es Gott, als er zum Bar Mitzwa-Unterricht gegangen ist? Und irgendwann hat der Rabbiner gesagt, weißt du was, also erstens, vielleicht nochmal zurückgespult, in der Klasse wurde er immer in die Ecke gestellt, weil er dauernd gefragt hat, warum, warum, warum? Irgendwann waren die Lehrer genervt von ihm. Und der Rabbiner hat irgendwann gesagt, oh, wenn du jetzt noch einmal fragst, ob es Gott gibt und woran ich das merke und warum fragst, dann höre ich auf mit diesem Unterricht für die Bar Mitzwa. Dem ist auch sozusagen die Hutschnur gerissen. Ja, ja, und der Wissenschaftler... Never ask, no, never stop asking why. Das ja, war auch genau. Mein Leitsatz, also das hat er eben auch gesagt als Wissenschaftler. Und ich glaube, das ist eben etwas Entscheidendes, dass man nie aufhören kann, darf, warum zu fragen, sondern ist man kein guter Forscher. Aber grundsätzlich, dass die Menschen, also sagte, wir sind mit Neugierde geboren und er sagt dann, deshalb sollte man immer fragen, eben warum, warum, auch wenn man mal den Erwachsenen sozusagen lästig fällt, aber das ist sozusagen das Credo. Mm, so ein bisschen schließt sich da auch nochmal der Kreis zu dem Projekt, finde ich. Lassen Sie uns nochmal kurz über dieses, ja, wie auch immer, Festjahr, Jubiläumsjahr 1701 sprechen, wobei diese 1700 sind festgelegt anhand dieses Dokuments, was Christoph Markschies schon erwähnt hat, 321 nach Christus in Köln, aber man kann davon ausgehen, dass jüdisches Leben auf dem Territorium, das heute Deutschland ist, dann schon früher stattgefunden hat, ja, nicht erst dann. Aber das ist ja eine unglaubliche Zahl. Ich muss sagen, mich hat die dann doch sehr erstaunt. Die war mir nicht bewusst, bis es dann tatsächlich so in die Öffentlichkeit getragen worden ist. Ich würde ganz gerne wissen, Christoph Markschies, Sie haben ja schon gesagt, es ist erstaunlich, dass, wenn man bedenkt, dass jüdisches Leben ein so langjähriger Teil dieses Territoriums ist, dass es doch irgendwie nicht so sichtbar ist, als dass Menschen wissen, heute ist Rosh Hashanah, Yom Kippur, Chanukka, Pesach. Woran liegt das Ihres Erachtens? Was beobachten Sie da in den letzten Jahrzehnten, auch im Rahmen der Erinnerungskultur? Also erstmal muss man ja eine Sache noch sagen. Ich finde immer an den 1700 Jahren so lustig, dass Köln, um das es da geht, ist ja gar keine deutsche Stadt. Das ist eine römische Kolonistenstadt. Also da waren vermutlich Spanier da und da waren Nordafrikanerinnen da. Und das finde ich so lustig, dass wir im Grunde in migrantische Zusammenhänge kommen. Aber das jetzt nur in eckige Klammern gesagt. Und natürlich, wenn man die Kölner Geschichte anguckt, kommen ja da ganz schreckliche Dinge vor. Ich muss ehrlicherweise von mir selber auch und meiner eigenen Forschungstätigkeit, ich habe ja gesagt, ich habe in Jerusalem studiert, ich habe sehr, sehr viele gute Freundinnen und Freunde in Jerusalem. Das Thema deutsche Erinnerungskultur hat mich ganz lange nicht beschäftigt, sondern das hat mich eigentlich erst dann beschäftigt, als ich an meiner eigenen Disziplin merkte, dass die völlig erinnerungslos ist. Also dass sozusagen in der christlichen Theologie plötzlich davon die Rede ist, das Alte Testament ist das Dokument eines fremden Nomadenvolkes. Und dass man solche Sätze lesen musste und sich dachte, das gibt es auch überhaupt nicht. Und das ist eigentlich der Moment gewesen, wo ich dann selber den Eindruck hatte, du musst selber auch in deinem Land Verantwortung dafür übernehmen. Woran das liegt? Naja, wahrscheinlich, aber das müsste Andreas Nachhammer auch ein bisschen nochmal beantworten, liegt sicher auch ein Stück weit daran, dass in meiner Stadt West-Berlin, in der ich aufgewachsen bin, die natürlich auch nicht so offensiv herausgegangen sind. Also da gab es noch keine Oranienburger Straße, wo es jetzt schick war, in irgendeinem Café zu sitzen. Da gab es die großen Ausstellungen gab es noch nicht, sondern es gab irgendwie den Pflichtbesuch in Anführungsstrichen der Schule in der Synagoge und man stand so ein bisschen verständnislos dafür. Also sozusagen das ganze Revival gab es noch nicht. Ich glaube schon,
dass, also man sieht das, finde ich, sehr, sehr schön an dem Neujahrsthema. Also wenn man jetzt die Twitter-Accounts anguckt, gibt es da schon ein gewisses Ungleichgewicht. Die politischen Parteien wünschen zu allen möglichen Festen, aber die Neujahrswünsche jetzt letzten Dienstag und Mittwoch waren so ein bisschen reduziert. Also ich finde schon, man kann relativ deutlich sagen, dass das, was wir jetzt an neu hochgekommenem Antisemitismus haben, auch nicht irgendwie was ganz Neues ist, sondern dass das schon daran liegt, dass wir an dieser Stelle große Einseitigkeiten hatten. Ich finde, es gehört sich, wenn ein großer Teil der Bevölkerung Neujahr hat, ist im Grunde egal, wie viele es jetzt sind, da es so prägend für deutsche Kultur der Vergangenheit und der Gegenwart ist, gehört das wahrgenommen. Und mir ist das gerade an dem Neujahr nochmal aufgefallen. Also ein Gespräch mit Frau Meerapfel, man sitzt da ausnehmend nett zusammen und sie sagt, warum steht denn nicht in der Zeitung da ein Artikel drüber? Ja. Könnte man doch mal machen. Steht doch auch sonst über Neujahr drüber. Also wenn man den Tagesspiegel anguckt, ist bei christlichem Neujahr, wird irgendeiner meinesgleichen gefragt und um eine Neujahrsbesinnung gebeten. Aber ich denke, also Sie haben vollkommen recht, dass es eigentlich mehr in den Medien präsent sein müsste. Aber wenn ich daran denke, und das ist etwas, was ich so selber erlebt habe, jahrelang hatte ich einen jüdischen Nachbarn, also wo ich gewohnt habe, aber da kam auch von, sagen wir mal, es kam nie irgendetwas, dass jetzt Neujahrsfest wäre oder sonst etwas wäre. Es wurde nie etwas erzählt. Das heißt, ich hätte auch gar keine Anteilnahme, also nicht Anteil nehmen können. Sie haben auch über das Judentum also nicht gesprochen oder irgendwelche Gebräuche, irgendetwas. Und ich finde, also das, eigentlich finde ich, dass es nicht nur die Medien wären, sondern dass es im persönlichen Umgang oder ein gewisser Austausch oder Gespräche sein müssten. Weil das ist doch die Basis, wo wir miteinander verkehren und wo etwas entstehen kann oder wo überhaupt wir von dem anderen etwas erfahren oder wissen. Ich denke, das ist also, das fehlt. Also die Begegnung, Orte der Begegnung. Das Jüdische Museum Berlin könnte so ein Ort zum Beispiel sein. Überleitung zu Hetty Berg. Nein, ich würde gerne wissen, ist es in den Niederlanden eigentlich anders? Habe ich mich gerade gefragt. Wird wahrgenommen, wenn dort Rosh Hashanah ist oder andere jüdische Feiertage stattfinden? Ich habe den Eindruck, dass es vielleicht ein bisschen mehr Information in der allgemeinen Gesellschaft darüber gibt, aber es ist auch, das ist immer auch sehr, hängt auch so ab, in welcher Kreis man ist, so um das wirklich zu beurteilen, ist das auch, ja. Weil in Amsterdam wissen Menschen bestimmte Sachen, weil das auch in die Amsterdamer Kultur einige Sachen hineingekommen sind, so dass man Matzes zum Beispiel, gibt es Matzes für Osten. Jeder in den Niederlanden eat Matzes mit Osten, zum Beispiel. Weil das vor dem Krieg war es dann so eine Gewohnheit, um eure nicht-jüdische Nachbarn Matzes zu geben. Das war so ein... Mhm. Und deshalb ist das so irgendwo in die allgemeine Kultur hineingeflossen. Ich weiß nicht, ob es wirklich viel besser ist. Ich habe selber, ja, ich habe jetzt den Eindruck, dass man vielleicht einige Sachen ein bisschen mehr davon weiß, so auch was das Yom Kippur kein Fest ist, was man wirklich feiert, zum Beispiel. Ne? Und so was dieser Versöhnungstag, dass es ein Versöhnungstag ist und kein Neujahrsfest, kein Tag, kein Feuerwerk nicht und so weiter. Nicht Feiertag, sondern eben einer des, ja, das ist der Einkehr. Ja, Einkehr. Ja. So. Aber was ich denke, wichtiger finde, vielleicht nicht so sehr, ob Menschen dann so bestimmte Details wissen. Ich weiß selber nicht sehr viel. Nicht sehr viel Details über das Christentum, natürlich die allgemeinen Sachen, aber gar sehr viele in Katholizismus oder etwas
weiß ich auch nicht so. Dass, aber das Idee, dass Menschen nicht nur mit Juden denken an der Shoah und oder Orthodoxie. Also diese zwei Bilder und oder Israel natürlich, weil wie Sie sagten, wenn Sie in der Vereinigten Staaten waren, dass wenn Sie dann gespürt haben, dass Sie ein Deutsche sind, dass Sie gleich über die Shoah dann gesprochen haben. Und dasselbe gibt es hier natürlich auch sehr. Die erste, die zwei Sachen, die Menschen wissen, ist die Shoah und Israel und das Bild von Juden, das ist eine orthodoxe Jude. Ein Mann natürlich, weil von einer Frau kann man es auch nicht gut sehen, so mit der Kippa und mit dem Pais. Und ich möchte mich wünschen, dass darin und darin hoffe ich auch, dass das Museum dann eine Rolle spielt als Ort der Begegnung, wo man auch mehr die Vielfältigkeit und die Diversität in die jüdische Gemeinschaften hier in Deutschland, dass man sich damit auseinandersetzen kann. Und wir hatten gerade, wie war es vor einige Wochen, dann war auch Rabbiner Nachama auf dem Podium bei uns. Das war ein für unseres 20-jähriges Jubiläum für das Museum. Da hatten wir eine Veranstaltung von liberal bis orthodox. Dann hat es so 6 Personen auf der Bühne gegeben. Und hattest du moderiert oder was? Ja, warst du auch. Ja, wir hatten 2 Moderatoren für 4 Veranstaltungen. So. Shelley war auch dabei natürlich. Da haben 6 Menschen auf dem Podium gesessen. Und ich glaube vielleicht nur sie, bin ich auch nicht sicher, dass Menschen so erzogen worden sind, als sie jetzt ihre Judentum leben. Aber von den meisten Menschen auf dem Podium war das nicht so. Die waren entweder total säkulär aufgewachsen und jetzt wirklich orthodox, nicht ultraorthodox, oder ultraorthodox aufgewachsen und jetzt liberal Rabbiner und alles dazwischen, sodass das so etwas Dynamisches ist. Und fließig? Ja, fließend. Dass das so in der Laufen einer Biografie, dass sich das entwickelt und dass sich das total ändern kann. Und ja, das finde ich sehr wichtig, das hoffe ich, dass wir auch ins Museum das übertragen können, dass das keine feste Identitäten sind. Und ja, das gibt Bewegung und das ist sehr vielfältig. Und so vielleicht wie alle von Ihnen auch, dass man in ein Leben so eine Entwicklung durchmacht und das kann auch religiös sein. Und auch diese Idee, dass nicht nur Juden so, bevor der Nationalsozialismus hier in Deutschland gelebt haben müssen, weil dann sind sie ermordet worden, so dann muss es Juden gegeben haben, aber dass man auch wirklich eine Idee hat über das Leben in die Jahrhunderte bevor das Nazismus und auch danach wieder, sodass es auch die Shoah nicht als sich selber betrachtet wird, aber in diese Kontinuität, mit dieser ganzen Vorgeschichte. Und dass darin auch das Leben und die Kultur von Juden, in was wir jetzt Deutschland nennen, auch dann so ein selbstverständlicher Platz bekommt. Aber das ist auch etwas, wo ich sagen würde, also Henry Sofsky, der auch in meinem Buch ist, sagte eben auch, der war Dean of Harvard, sagte, das Judentum ist so viel mehr als die Shoah. Und das ist richtig. Aber was ich damals auch schon sagte, die jüdische Kultur, dieser Reichtum der jüdischen Kultur, davon wissen wir zu wenig. Man spricht nicht darüber, man spricht immer nur über die Shoah. Aber was ich also viel besser finde,
wenn wir sozusagen die Fremdheit dazwischen auflösen würden, durch eben durch Wissen, was sind das für Gebräuche oder Bräuche. Und in dem Falle nochmal auf das jüdische Neujahr zurückzukommen. Helmut Schwarz war so, hatte die Idee, Freunde sozusagen Wünsche zum neuen Jahr zu schicken. Und ich war einer dieser Adressaten. Und es war schön, wie also sozusagen von allen Seiten Rückläufe kamen. Und ich war in Wiesbaden damals, gerade letztes Wochenende, und habe die Ausstellung Jüdische Porträts eröffnet. Und dann hatte einer dieser wichtigen Leute im Museum, habe ich gesagt, übrigens herzlichen Glückwunsch zum Neujahr. Sie ist Jüdin, also allerdings Großvater-Jüdin. Das ist nochmal eine eigene Diskussion, habe ich. Also die werden wir heute nicht mehr lösen. Ja, aber das wird vielleicht noch zu weit. Aber selbst sie wusste es nicht, dass heute Neujahr ist. Und sie hat dann gleich ein paar SMS geschrieben an ihre Bekannte. Weißt du, ist heute neues Jahr? Also ich wollte nur mal sagen, das ist die Realität. Und da müsste was geändert werden, dass sozusagen, wenn eine Jüdin selber das gar nicht mehr weiß, wo diese Kultur, dieser Reichtum, also dass man miteinander redet, miteinander feiert, das wäre ein neuer Anfang und ein anderer Anfang. Also ich plädiere schon lange für Kalender, wo das einfach auch drinsteht, egal ob es sich jetzt um einen theologischen oder religiösen Kalender in dem Sinne handelt, weil selbst in weltlichen, säkularen, christlichen Kalendern steht drin erster Weihnachtsfeiertag, zweiter Weihnachtsfeiertag. Andreas, ich würde dich auch gerne fragen, als wirklich Berliner Urgestein und jemand, der auch so diese ganzen Debatten um Erinnerungskultur, die ja auch ihre unterschiedlichen Phasen hat, so will ich es mal nennen, beobachtet und auch Teil dessen ist. Was glaubst du, woran liegt es, dass man dieses Bewusstsein tatsächlich nicht transportieren konnte? Also erstmal glaube ich, Berlin ist eine total säkulare Stadt und religiöse Feste, das bedeutet den Leuten nicht viel. Das muss man, glaube ich, mal sagen. Also ich habe eine Nachbarin, die ist Diakonistin, Oberin gewesen, die ist pensioniert. Die schreibt mir immer zu jedem jüdischen Feiertag, weil es in ihrem Kalender nämlich drinnen steht, nette Neujahrs- oder andere Grüße und fragt mich dann im Treppenhaus, wie wird das jetzt gefeiert, was machst du oder so, oder was machen sie? Gibt's. Umgekehrt könnte man sagen, Montagabend, kurz vor dem Gottesdienst, klingelt mein Handy. Und da ich leider eine schlechte Nachricht von meinem Freund erwartet habe, dachte ich mir, gehst du noch mal ran? Und dann war das Herr Brendle vom Runden Tisch der Religion. Ich weiß, ob Sie den kennen. Wenn Sie ihn nicht kennen, haben Sie auch nichts versäumt. Und dann fragte er mich, wo ein Aufsatz von mir bleibt. Und da habe ich gesagt, würden Sie denn jemanden am 24. Dezember abends um 18 Uhr anrufen und ihn fragen, wo der Aufsatz bleibt? Habe ich gesagt, den Aufsatz, da können Sie noch lange drauf warten. Und dann ruft er mich am heute Morgen wieder an. Und da habe ich gesagt, Dezember am 27. Dezember. Habe ich gesagt, Sie sind ein Ignorant. Und das ist, den schwärzen wir hier das ist, mal, ja, öffentlich. Das ist ja einfach die Situation. Also das muss man einfach wissen. Das gibt es. Es gibt auch Leute, die Theologen sind oder behaupten es zu sein, die sich mit all diesen Fragen beschäftigen könnten und es nicht wissen. Das gibt es. Aber hier in Berlin, glaube ich, ist das eher anders. Das ist so ein bisschen diese Nachlässigkeit, die diese säkulare Stadt hat. Das ist so ein bisschen diese Berliner. Ja, grundsätzlich. 82? Und wo kommt denn die Zahl her? Naja, erzähl's mir lieber nicht. Und so, das muss man einfach, ja. Ich glaube, das muss man hinnehmen. So ist Berlin. Das ist ja auch ein Teil der alles hier ist auch ein Teil der Toleranz, die hier ist. Aber das ist auch ein Teil der Nachlässigkeit, die diese Stadt hat. Und das ist vielleicht auch auf der Kehrseite der Medaille, ist das sozusagen die vielleicht auch das Schöne an dieser Stadt, dass hier am Ende ja jeder in seiner Wohnung oder in seiner Synagoge oder in seinem Kreis, in seiner Kirche, Moschee, irgendwie seinen eigenen Dingen nachgehen kann, ohne dass der Nachbar da jetzt guckt, was macht denn der da jetzt? Also das hat seinen Pro und Kontras. Und wie guckst du als Historiker darauf? Also wenn wir hören von Hetty, womit wird Judentum heute assoziiert? Shoah und Nahost, jetzt mal ein bisschen polarisierend gesprochen. Aber auch da fragt man sich ja, Mensch, woran liegt das eigentlich?
Wir haben ja damals 92, schon viele Jahre her, mit der Ausstellung jüdische Lebenswelten, auch mit den jüdischen Kulturtagen, was dagegen so gesetzt, ja, sozusagen, also aus der auch jüdischen Community heraus, die jüdischen Kulturtage, nicht sozusagen von Leuten gemacht, die über das Judentum was machen, sondern von Künstlerinnen und Künstlern und anderen Protagonisten aus der Mitte der entweder Berliner Gemeinde oder auch der unterschiedlichen jüdischen Welten von, weiß ich, Tel Aviv bis Brooklyn. Das, finde ich, wird auch wahrgenommen, gibt es ja auch immer noch. Aber es ist eben ein Mosaikstein in diesem großen Berlin, das ein Riesenmosaik ist. Und wer nicht hinguckt, der übersieht ihn vielleicht. Und ja, ich kann damit leben. Das ist die gute Nachricht. Christoph Markschies, zum Schluss lassen Sie uns noch vielleicht einen kleinen Einblick in das haben, was Sie kurz angedeutet haben, nämlich dass die Geschichte, auch die jüdische Geschichte dieser Akademie oder eben der Umgang damit in der Aufarbeitung gerade ist. In welchem Stadium, wenn ich fragen darf? Noch in einem sehr frühen. Also es ist ja so, dass diese Akademie eigentlich eine Geschichte voller Brüche hat. Also gegenüber von meinem Büro gibt es eine Präsidentengalerie, aber in Wahrheit gab es seit Mitte des 18. Jahrhunderts keine Präsidenten mehr und sie sind erst 1937 wieder eingeführt worden und so weiter und so fort. Da muss man jetzt nicht viel drüber erzählen. Das ist eine Geschichte voller Brüche. Das erste Jahrhundert unserer Akademie war ein französisches. Leibniz hatte keine Lust, er blieb in Hannover. Das haben die Hugenotten hier gemacht. Und insofern sind wir erst in so einer zweiten Stufe der Aufarbeitung der Geschichte. Und Andreas Nachhammer hat das ja erzählt, Fritz Stern war Mitglied dieser Akademie. Es ist ja immer auch ein bisschen die Frage, was nimmt man eigentlich jetzt genau in den Blick? Ich habe ja vorhin die sich nicht haben taufen lassen, sondern sich zur Synagoge gehalten haben. Man könnte ja auch, wir haben das schon zart angedeutet, Vaterssohn, Muttersohn könnte auch das nehmen. Also da werden wir noch fleißig recherchieren müssen. Mhm. Ich habe mich jetzt ausführlicher mit dem Herrn Ries beschäftigt und dieser wirklich bezaubernden Szene, das ausgerechnet, das Schöne an Geschichte ist ja immer, dass die nicht so funktioniert, wie man denkt. Friedrich Wilhelm IV. Wollte einen christlichen Staat, wollte die Rückbesinnung aufs Mittelalter, hat Ritterorden neu wieder begründet, hat auf das Schloss, wir wissen das, ein großes Kreuz setzen lassen und also die Vorstellung gehabt, alle sollen vor Jesus Christus die Knie beugen. Und der Humboldt kommt und das Ministerium hat gesagt, das dürfen Sie unter keinen Umständen machen. Und Humboldt sagt, machen Sie doch mal. Und er sagt, ja, das machen wir, hier ist Toleranz in Preußen. Also sozusagen die Brüche der Geschichte dieses Hauses erzählen, das werden wir machen. Ich habe sehr bewusst in mein Büro gestellt Bernhard Heiliger, der ein berühmter Westberliner Bildhauer war, der sehr abstrakte Sachen gemacht hat, hat als ein Frühwerk Max Planck gestaltet, der steht vor der Humboldt-Universität und in meinem Büro steht das Modell dafür. Und das ist der Max Planck 1945, der Sohn hingerichtet, das Haus zerstört und die Wahrnahme dessen, ich habe damals in der Einstein-Sache völlig falsch gehandelt. Und sozusagen, also die Aufarbeitung dieser Brüche, das wäre mir wichtig. Viele agieren nicht so, wie man erwartet und manche agieren überraschenderweise, wie Friedrich Wilhelm IV., eben in dem positiven Sinne nicht so, wie man erwartet. Und Friedrich der Große, der ganz aufgeklärte Monarch, agiert auch gar nicht aufgeklärt. Also da sind wir erst am Anfang und weil Andreas Nachhammer das so schön beschrieben hat, das ist eben auch so ganz typisch. Die Geschichte dieser Akademie ist eine von ständigen Brüchen und wie man die inszenieren kann, das besprechen wir nochmal, also wie sozusagen die Reihe dieser durchgängigen Porträts und Büsten, wie das mal so ein bisschen aufgelöst werden kann und man die Bruchmöglichkeiten da drin sehen kann. Und ich denke, das wird irgendwann
so viel ist sicher klar, während meiner Zeit zu einer größeren Ausstellung auch dieser Einzelfiguren führen. Aber Hetty Berg weiß, dass das nicht durch Fingerschnippen zu machen ist. Allzumal, wenn viele der Fragen, also beispielsweise der Mediziner, von dem ich da sprach, der kommt aus Posen. Also gehört zu so einer großen Gruppe von Juden aus Posen, die dann nach Berlin gekommen sind. Da gibt es überhaupt gar keine Untersuchungen, wie das mit dessen Familie in Posen ist. Also da ist relativ viel zu machen. Aber um jetzt noch was ganz Konkretes zu sagen, wir werden mit der Wiener Akademie zusammen dazu Stipendien ausschreiben und versuchen also auf die einzelnen Figuren Personen zu setzen, weil wir schon der Auffassung sind, dass sowohl in dem, also ich meine, man muss ja auch über Treitschke beispielsweise reden und man muss über Treitschke-Mommsen reden. Ja. Also das ist nicht nur die Aufarbeitung jetzt einer einzelnen jüdischen Figur, die man aus dem Dossier der Mitglieder herauszieht, sondern es ist die Aufarbeitung der Kontexte, und das wird durch Doktoratsstipendien, das ist jetzt ein österreichischer Ausdruck, geschehen und wird mit Wien und unseren Historikerinnen und Historikern zusammen geschehen. Aber noch sind wir nicht fertig und deswegen eben so glücklich, dass Fritz Stern hier hängt, und ich hoffe, sein Schmunzeln bedeutet, dass er ein paar kritische Worte dazu sagen wird, aber sich freut darüber, dass wir daran sind, und dieses Porträt muss natürlich aufgehängt werden. Also der Preußischen Akademie musste jeder eine Büste von sich stiften, die dann aufgestellt wurde. Fritz Stern können wir jetzt nicht mehr bitten, was zu stiften, dann werden wir es für ihn stiften. Das ist eine schöne Idee, also ein umfassendes Projekt. Allerletzte Frage, bevor Sie, wenn Sie möchten, hier noch informell ins Gespräch miteinander kommen können. Allerletzte Frage, Herr Linde-Kölbl, darüber haben wir nämlich gar nicht gesprochen. Dem Buch vorangestellt ist ein sehr eindringliches Gedicht von Nelly Sachs, Der Chor der Geretteten. Ja. Habe ich lange nicht gelesen. Ich blätter immer wieder in dem Buch, das habe ich ja schon gesagt. Aber dieses Gedicht, das hat mich doch ganz schön berührt jetzt beim Wiederlesen. Und ich habe mich auch gefragt, wie haben Sie sich eigentlich vorbereitet auf diese Begegnungen und Interviews mit diesen Geistesgrößen? Das würde ich gerne zum Schluss noch erfahren. Das war eine lange und intensive Vorbereitung. Wirklich lang und intensiv. Das hieß erstmal die Bibel wieder lesen, Alte Testament. Das hieß aber über jüdische Geschichte lesen, über das Christentum lesen. Das hieß aber auch natürlich über die Shoah lesen. Das hieß aber auch über jeden Einzelnen zu lesen. Was hat er gemacht? Und auch über Personen zu lesen, die gar nicht in dem Buch drin sind, aber die natürlich im Zusammenhang oder mit Briefwechseln verbunden waren. Das heißt, also ich habe sehr, sehr viel gelesen. Und das war mir wichtig. Also ich glaube, sonst hätte ich auch bei Leibowitz nicht bestanden. Ich frage jetzt nicht, warum. Also das war eine intensivste Vorbereitung. Und es gab in dieser Zeit, das war wirklich etwas, gab es eigentlich nichts anderes mehr. Es hat mich mein Denken besetzt, mein Geist besetzt, mein Tun besetzt. Und meine Kinder haben einmal gesagt, weißt du, man kann eigentlich kein Gespräch mehr anfangen, ohne dass du über deine Juden sprichst. Das heißt also, weil es nur noch sozusagen, es war so eine Herausforderung auch und so eine Intensität, dass eben da nicht mehr viel anderes Platz hatte. Ja, und so ist auch dieses Buch dann entstanden. Und es ist auch etwas, ich habe viel gelernt, viel mitgenommen, muss ich sagen. Und das ist etwas, es gab ja auch die Zeit der Stille, des Schweigens auf der Seite der Täter, auf der Seite der Opfer genauso. Und dadurch habe ich ja eigentlich erst wirklich jüdische Kultur und jüdisches Leben kennengelernt und erfahren und auch den Reichtum erfahren. Aber noch vieles anderes, wie gesagt, was eigentlich auch auf meiner Seele lastet, muss ich sagen. Und das andere ist, weil Sie vorher sagten, Grete Weil hat gesagt, ich bin ein schlechter Hasser. Erika Landau, das ist auch eine Frau, die ich also wirklich bewundert habe.
Die hat mir erzählt, sie ist auch eine Überlebende in Auschwitz mit ihrem Vater gewesen, sagte, sie haben überlebt, weil die Deutschen immer am Samstag nur bis 12 Uhr die Leute in die Grube geschossen haben. Und wir standen hin in der Schlange und sind zweimal wieder ins Lager zurückgekommen. Und solche Sachen vergisst man nie mehr, man kann sie nicht mehr vergessen. Aber sie sagt etwas, was ich genauso mitgenommen habe. Und das ist nicht nur jetzt für die Show, würde ich sagen. Sie sagte, Hass ist ein Bumerang und zerstört das eigene Leben. Und sie würde nicht hassen, hat alles getan, damit sie eben nicht hasst, obwohl sie eben das erfahren hat. Und dieses eben, Hass ist ein Bumerang, zerstört das Leben, das habe ich auch mitgenommen. Also ich habe solche Sachen eben auch mitgenommen. Und das ist eigentlich eher so eine Botschaft, ganz grundsätzlich, ob es die Shoah ist oder etwas. Aber Hass zerstört das Leben, das ist so etwas, was ich sagen möchte. Dann danke ich Ihnen mit dieser Botschaft. Zum Schluss, liebe Herr Linde Kölbel, danke, dass wir heute mit Ihnen hier sein können. Danke, Christoph Markschies, Hetty Berg, Andreas Nachama. Vielen, vielen Dank.